Hey, Mom. Hey, hallo, Süße. Na, wie geht's dir? Lass mich raten. Du musst heute Abend arbeiten und wirst frühestens um 10 hier sein. Ich weiß, wir wollten heute essen gehen, aber wir haben hier so viel zu tun. Im Kühlschrank steht noch chinesisches Essen. Und wie war's in der Schule? Einfach unglaublich. Mein Lehrer steht total auf meine Hochkontrastfotos aus der Innenstadt. Ach ja, die fand ich auch so toll. Ja, er findet, ich soll sie zu einem Festival nach Paris schicken. Wow! Fliegen wir nach Europa? Wir beide, ja? Klar, wir fliegen zu diesem Festival, holen uns den Preis und dann fahren wir einfach durch die Gegend. Okay, machen wir. Jetzt sollten wir nur noch das nötige Kleingeld im Lotto gewinnen. Ah, hey, hast du zufällig die Post heute schon geholt? Mm-mm. Tja, dann flitz mal zum Briefkasten und naja, vielleicht ist da was für dich. Nein, sag nicht, dass du das neue Objektiv gekauft hast. Das ist doch viel zu teuer, Mom. Ob was zu teuer ist, entscheide immer noch ich. Jetzt geh schon. Sieh im Briefkasten nach. Nein! Die Tür auf! Oh mein Gott! Tony! Ich ruf die Polizei. Lauf schnell aus der Wohnung. Los! Meine Tochter wird gerade überfallen. 52822 Loma Verde Avenue, Apartment 18, West Hollywood. Oh mein Gott, schicken Sie schnell jemanden vorbei. Tony, nein, aufhören. Lassen Sie sie los. Oh mein Gott. Nein. Das war die letzte Fuhre. Ach, ich habe übrigens eine super Tagesdecke gekauft. Komm schon. Also, ich habe auf jeden Fall alles so weit ausgepackt, dass wir morgen frühstücken können. Ich muss um 4 aufstehen, damit ich um 6 im Krankenhaus bin. Deshalb gehe ich jetzt ins Bett. Gute Nacht, Liebling. Hast du die Hintertür abgeschlossen? Ja. Was ist mit den Fenstern? Sind alle zu. Hey, dieses Schmuckstück wird unser neues Zuhause. Keine Ahnung, wie ich es bezahlen soll, aber mir ist es das wert. Diesen Sommer werden wir eine tolle Zeit haben. Und dann im Herbst gehst du auf diese fantastische neue Highschool und findest da jede Menge Freunde. Engel, die Polizei hat diesen schrecklichen Typen erschossen. Er kann dir nicht mehr wehtun. Das hier ist eine sichere Nachbarschaft. Hier wird es uns gut gehen. Gute Nacht. Bleib nicht zu lange auf. Mom, mach auf. Was ist denn los? Hast du das nicht gehört? Ach, du, ich glaube, das ist der Wind, Engel. Nein, da ist jemand an der Tür. Ach. Ist dir klar, wie spät es ist? Halt das nach unten. Siehst du? Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Kannst du heute Nacht bei mir schlafen? Natürlich. Wirf die Kiste an!
bisschen mehr Gas. Echt cool. Wie ist das? Noch ein bisschen mehr? Das nenne ich einen Sound. Cool. Ja. Komm schon. Das muss doch nicht sein. Doch, muss es. Bist du sicher, dass du weggehen willst? Ja. Ich bitte dich. Liebe Seite. Wie ist das? Das ist geil. Das ist sehr geil. Das müsste reichen. Ja, ja, das haut rein. Ich steh total drauf. Abgefickt. Genau das habe ich gemeint. Stell die Kiste aus. Du schuldest mir noch 100 Mäuse. Oh, Scheiße. Mrs. Miller, ich weiß, was Sie sagen wollen und ich bin für heute fertig. Es geht nicht um heute. Es geht um morgen und übermorgen und nächsten Monat. Ich mache meinen Job von hier aus. Und dazu muss ich auch Telefonate mit meinen Kunden führen. Klar. Und ich muss sie auch verstehen können. Ja, tut mir leid, okay? Das war ein Gefallen von Freund. Ein Gefallen? Ja. Das ist doch hier eine richtige Reparaturwerkstatt. Ach Quatsch, komm nicht. Tante Lisa, entspann dich. Das ist doch halb so wild. Sieh dir das doch mal an. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ist euch eigentlich klar, wie die Grundstückspreise in der Gegend deswegen leiden? Tja, eins steht fest. Das hier ist ein Grundstück, an dem Sie noch nicht Ihre Finger dran haben, Mrs. Miller. Alles klar. Ja. Das war eine höfliche Bitte. Das nächste Mal rufe ich die Cops. Ja, nur zu. Ich zittere wie Espenlaub, Mrs. Miller. Wie die hier auftritt, als wird ihr das ganze Viertel gehören. Sehe ich genauso. Hey, wie geht's denn? Toll. Na, dann ist ja gut. Kristen, komm schon. Ich bin Lisa Miller. Ich wohne gegenüber und ich wollte euch nur kurz willkommen heißen. Hi, ich bin Jody. Hi, Jody. Ich backe so gerne Kekse. Vielen Dank. Und sind deine Eltern zu Hause? Ich würde ihnen auch gern Hallo sagen. Meine Mom ist nicht da. Sie arbeitet. Tja, na schön. Sag ihr, dass ich da war, okay? Geht's dir gut? Oh, Süße, was ist denn los? Gerade hat jemand meine Kamera geklaut. Was? Ist das dein Ernst? Diese Gegend ist so sicher. Wir haben hier noch nie Einbrüche oder sowas gehabt. Tut mir leid, das hat mir nur so einen Schrecken eingejagt. Du musst dich nicht entschuldigen. Willst du vielleicht mit zu mir kommen?
Bleib doch bei mir, bis deine Mutter zurück ist. Nein, das ist sehr nett von Ihnen, aber ich komme schon zurecht. Judy, habt ihr nicht Lust, morgen Mittag zu uns zu kommen? Ihr könnt mit mir und meiner Nichte Kristen essen. Sie wird dir gefallen. Ist gut, ich frage meine Mom. Schön. Ruf mich nur kurz an. Hier ist meine Nummer, okay? Danke. Du hast sie auch bestimmt nicht irgendwo verlegt, ich meine... Sieh dir das an. Nein, ich habe überall nachgesehen. Wir sollten die Polizei rufen. Hey, Engel, wir räumen jetzt hier auf und wenn sie nicht wieder auftauchen sollte, dann kaufe ich dir eine neue. Nein, Mom, das will ich nicht, das ist doch viel zu teuer. Keine Sorge, ich kann es mir leisten. Nein, kannst du nicht. Du sagst doch selbst immer, wie teuer das Haus hier ist. Und ich bin sicher, irgendwer war in unserem Garten. Wir sind erst 2 Tage hier und du glaubst schon, wir wurden ausgeraubt? Ja, und ich will, dass wir zur Polizei gehen. Zuerst lass uns hier mal alles aufräumen. Okay? Und wann haben Sie uns zum Mittagessen eingeladen? Und wo haben Sie bisher gewohnt? West Hollywood. Ah, West Hollywood ist klasse. Und wieso seid ihr weggezogen? Nein! Wir hatten da nur eine Wohnung. Wir wollten was Größeres. Mhm. Und Kristen, ich nehme an, du lebst in Los Angeles? Nein, ich wohne hier. Ach so, ich dachte, du besuchst deine Tante nur für den Sommer. Das ist jetzt mein Zuhause. Meine Eltern sind weg. Ihre Mom ist letztes Jahr gestorben. Ach, das tut mir sehr leid. Ich habe Kristen gefragt, ob sie von jetzt an bei mir wohnen will. Und tja, ich bin froh, dass sie ja gesagt hat. Mhm. Ach, vielleicht solltest du Judy am Wochenende mitnehmen. Ja, tolle Idee. Würde dir gefallen. Was denn? Unsere Kirche. Die hat eine Begegnungsstätte in Angeles Crest. Das ist super. Da kann man wandern und Volleyball spielen und alles, was Spaß macht. Ja, wir werden Samstagmorgen mit dem Bus abgeholt. Okay, ich denk drüber nach. Ja, mach das doch. Das klingt wirklich gut. Mann, ich sag doch. Ich denk drüber nach. Na schön. Nicht schon wieder. Haben Sie mit seinen Eltern gesprochen? Ein alleinerziehender Vater. Der ist ganz groß im Ölgeschäft in Dubai. Das reicht. Es tut mir echt leid, Andrea. Tante Lisa, was machst du denn? Ich rufe die Polizei. Ich habe Sie angerufen. Ich bin Lisa Miller. Officer Wayland. Guten Tag, Mrs. Miller. Sind Sie Nick? Ja. Okay, würden Sie bitte mal aussteigen? Ich bastel an dem Wagen von einem Freund. Das können Sie trotzdem aus dem Wagen. Sie sorgt immer für Ärger. Tun Sie mir bitte einen Gefallen und bleiben. Dieser Nick hat meine Kamera geklaut. Er war als einziger auf der Straße, als ich gemerkt habe, dass sie weg ist. Das solltest du dem Kopf sagen. Ich kann mich doch nicht unserem Nachbarn vorstellen, indem ich ihn des Einbruchs beschuldige. Du könntest doch einfach den Kopf fragen, ob er gleich noch zu uns kommen kann. Das ist doch keine große Sache. Bitte schön. Schulze? Nehmen Sie sich meine Worte zu Herzen, okay? Und wenn wir weitere Beschwerden erhalten, komme ich zurück und werde ruhig. Verstanden? Ja, verstanden. Mrs. Miller, bleiben Sie bitte hinter mir. Ich möchte gern mit Ihnen über einen Vorfall in unserem Haus sprechen. Wir leben da drüben. Sie glauben also, dass jemand Ihre Kamera gestohlen hat? Also, ich habe gestern im Garten Fotos gemacht und da ging das Telefon. Da habe ich die Kamera abgelegt, um ans Telefon zu gehen und als ich wieder rauskam, war sie weg. Was für eine Kamera war das? Eine DSLR mit 70 bis 300 mm Tele. Könnte es vielleicht diese Kamera da sein? Was? Oh, Officer, es tut mir so leid, dass wir Sie belästigt haben. Kein Problem, ich hoffe, Sie schießt tolle Fotos. Vielen Dank. Alles klar. Tja, das war peinlich. Mom, ich habe im Garten nachgesehen, im Haus, überall. Ich schwör's dir, sie war nicht da. Und wie erklärst du dir das? Vielleicht hat Nick sie geklaut und wieder zurückgebracht. Aber warum sollte er sowas Dummes tun? Engel,
Es ist ein neues Haus. Eine völlig neue Gegend. Du hast dich noch nicht erholt. Es wird noch eine Weile dauern, bis du das wegsteckst, was in der alten Wohnung passiert ist. Ich sehe ihn immer noch. Wenn du träumst? In meiner Fantasie. Jedes Mal, wenn ich in ein dunkles Zimmer komme oder eine verschlossene Tür öffne, ist es, als würde er da sein, aber ist er nicht. Ach, wäre ich doch nur zu Hause gewesen. Ist doch nicht deine Schuld. Doch, ich bin deine Mutter. Ich bin dazu da, dich zu beschützen. Ich hätte da sein müssen. Ich muss ein paar Einkäufe erledigen. Willst du mitkommen? Ich check lieber mal die Kamera. Dann bis später. Mit wem spreche ich denn da? Hier ist Nick. Wer ist da? Ja? Marvin! Ich kann's beweisen! Was beweisen, Engel? Dass Nick meine Kamera hatte. Du weißt doch, das Telefon hat geklingelt und niemand war dran. Tja, ich hab die Anruflisten. Warte kurz. Oh mein Gott, der ist an der Tür. Mach nicht auf. Soll ich nach Hause kommen? Wenn du willst, dann komme ich. Gut, ich fahre jetzt los. Ich bin in 10 Minuten da. Nein, ist schon okay. Ich frage ihn, was er will. Jody, keine Sorge, ich komme schon klar. Hast du gerade bei mir angerufen? Hast du mich angerufen? Warum hast du meine Kamera geklaut? Weil du Fotos von mir gemacht hast, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Woher hast du unsere Telefonnummer? Aus dem Internet. Über die Adresse. Du hast also hier angerufen, mich dazu gebracht, ranzugehen und bist dann über den Zaun und hast mir die Kamera geklaut? Ja, genau. Du hast es drauf. Und dann bringst du sie auf die Veranda, damit ich wie ein Trottel aussehe. Nein. Ich wollte dich nicht wie ein Trottel dastehen lassen. Aber wenn das so ist, ist es quasi ein Bonus. Ich werde das den Cops melden. Hey, wow. Zuerst Lisa und jetzt du. Wahnsinn. Na zu, ruf die Cops an. Dann zeige ich denen die Fotos, die du von mir gemacht hast. Fast nackt. Ich habe deine Kamerafiles auf meine Festplatte geladen. Und die anderen Nachbarn interessieren die Fotos, die du von ihnen gemacht hast, auch bestimmt. Tats Frau, gleich gegenüber, die ist Anwältin. Die wird sie sicher gern sehen. Also, willst du immer noch die Cops rufen? Oder sind wir quitt? Wir sind quitt. Ich bin Nick. Das klingt gut. Ja. Das macht dir bestimmt total Spaß. Ja. Hey. Um 11 Uhr. Alles klar. Ich bin da. Ist gut, wir reden dann. Mach's gut. Ich probiere mein neues Objektiv aus. Super. Okay, ich bin in etwa einer Stunde im Krankenhaus fertig. Und bei dir ist wirklich alles in Ordnung? Ja, alles super. Ruf mich an, wenn was ist. Alles klar. Mach's gut. Bis dann.
habe jemanden gesehen. Jedenfalls sah es so aus. Hier unten. Warte mal, du beobachtest mein Haus? Na ja, ich habe die Straße fotografiert und da habe ich sie im Schlafzimmer gesehen. Und dann habe ich hier unten im Erdgeschoss einen Schatten gesehen. Ist das dein Ernst? Ja, wir sollten sofort die Polizei rufen. Nein, 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 warte, warte. Ich will erst mal nachsehen. Nein, halt, Lisa, tun Sie es nicht! Und du hast ganz sicher jemanden gesehen? Ja, da war ein Schatten. Männlich, weiblich? Weiß ich nicht, es war nur ein Schatten. Warte hier, ich sehe in der Garage nach. Ist niemand. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Dachte ich wenigstens. Wir sollten besser hier verschwinden. Ich sehe erst noch oben. Ich rufe die Cops. Nein, nein, nein. Gib mir nur eine Minute. Vorbeigelaufen. Wäre möglich. Bestimmt hast du das gesehen. Tut mir leid, wenn ich sie erschreckt habe. Nein, nein, Judy, ist doch gut. Ich find's toll, dass du aufpasst. Leute. Wir sehen uns. Hey. Hey, Jody. Wie geht's? Gut. War's schön? Ja, es war voll cool. Du musst nächstes Mal mitkommen, wenn wir wieder auf Tour gehen. Tante Lisa, ich bin wieder da. Die machen da auch so Impro-Shows. Die sind so lustig. Der eine hat total monoton geredet, als hätte er nur eine Hirnzelle und sein Partner hat so schnell gesprochen wie ein Maschinengewehr. Tante Lisa, bist du da oben?
Jedenfalls der eine liegt da und tut so, als würde er ein Kind kriegen und trägt natürlich Frauenfummel. Ey, so lustig. Jody? Jody? Wo bist du? Oh mein Gott. Bist du hier oben? Nein, komm nicht rein! Oh mein Gott. Tante Lisa, was ist los? Notrufzentrale. Hey, was ist mit dir los? Ich brauche einen Krankenwagen. 8672, Via Colinas in Santa Tante Clarissa. Tante Lisa, wach auf! Eine Nachbarin, sie blutet die andere. Wir brauchen einen Krankenwagen, schnell! Detective, ich habe am Samstag etwas gesehen, das vielleicht sehr wichtig ist. Oh, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hi, Detective Franklin. Oh, Andrea, ja. Ellen, Jodys Mutter. Was wollten Sie gerade sagen? Ich habe jemanden im Haus gesehen. Ich glaube, es war ein Eindringling. Um wie viel Uhr? Gegen 10. Ich war gegenüber in meinem Zimmer und habe Fotos von der Straße gemacht. Ich sah Lisa oben am Fenster und dann sah ich jemand anderen am Fenster im Erdgeschoss. Sie haben Fotos von Ihren Nachbarn gemacht? Ja. Das ist doch nicht verboten. Das ist eine Verletzung der Privatsphäre. Nächstes Mal, wenn Sie das tun, sollten Sie Ihre Nachbarn um Erlaubnis bitten. Jedenfalls, ist das Fenster mit dem Textilrollo? Ja, ich konnte einen Schatten sehen. Eine Silhouette. Das ist ganz schön weit dafür, dass es dunkel war. Ich habe ihn gesehen. Und haben Sie zufällig auch ein Foto von dem Schatten? Nein, leider nicht. Gut. Jody, nachdem Sie diesen Schatten gesehen haben, was haben Sie da getan? Ich bin rübergerannt, hab geklingelt. Lisa hat aufgemacht, wir haben uns umgesehen, aber niemanden entdeckt. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Weil Lisa mich davon abgehalten hat. Sie war nicht so beunruhigt wie ich. Ich habe sie gleich heute Morgen versucht anzurufen, aber da ist niemand rangegangen. Da habe ich auf Kristen gewartet, bis sie nach Hause kam. Ich hatte solche Angst, weil sich Lisa nicht blicken ließ. Danke, ich werde es in meinem Bericht erwähnen. Vielleicht war es der Typ von nebenan. Nick. Ist das der Nick Tompkin, der ohne Genehmigung eine Werkstatt in seinem Haus betreibt? Ja. Lisa hat ihm die Cops auf den Hals gehetzt und Nick war echt sauer auf sie. Wenn irgendwer aus der Nachbarschaft sie getötet hat, dann war er es. Tja, wir werden mit ihm reden. Wir werden mit allen Nachbarn sprechen. Detective, was glauben Sie, was passiert ist? Wir kennen noch nicht die ganze Geschichte. Es gibt keine Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Und so wie es aussieht, wurde auch nichts gestohlen. Es wäre auch denkbar, dass sie ausgerutscht und gestürzt ist. Das ist doch wohl ein Witz. Jody nicht. Sobald in ein paar Tagen der Bericht der Forensiker vorliegt, können wir das besser einschätzen. Oh mein Gott, Kristen. Es tut mir so leid. Komm her. Kann ich ein paar Tage bei euch bleiben? Ja, natürlich. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Okay? Wir führen hier in der Nachbarschaft Zeugenbefragungen durch. Wollt ihr dagegen, wenn wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Nein, nein. Natürlich nicht. Kommen Sie. Hier lang. Ich gehe morgen nicht arbeiten. Dann bin ich den ganzen Tag hier. Danke, Miss Allen. Versuch ein bisschen zu schlafen. Ich muss mit ihr reden. Lass sie in Ruhe. Aber Mom! Glaub mir doch, jemand war an diesem Abend in ihrem Haus. Psst, sprich nicht so laut. Sie soll sich ausruhen. Das war schlimm genug für sie. Und wie kommst du auf die Idee, den Jungen von gegenüber zu beschuldigen? Naja, was ist, wenn das war? Dann ist es die Aufgabe der Polizei, die Ermittlungen zu führen. Halt dich da bitte raus und lass die ihre Arbeit machen. Ich fasse es nicht, dass du einfach den Jungen beschuldigst. Tja, tut mir leid, wenn ich dir peinlich bin, Mom. Peinlich? Du bist mir nicht... Vergiss nicht, dass ich diejenige bin, die Lisa auf dem Badezimmerboden gefunden hat. Ich sollte mir wohl Sorgen darüber machen, wie du dich fühlst. Es tut mir leid. Lass mich einfach in Ruhe.
Ich muss mit dir reden. Du hast mich erschreckt. Ich habe gehört, was ihr gesagt habt. Du hast jemanden im Haus gesehen, richtig? Ach, ich hätte besser nichts sagen sollen. Bitte, ich muss wissen, was du gesehen hast. Kristen, meine Mama hat recht. Das ist alles schon schwer genug für dich. Du musst nicht auch noch darüber nachdenken. Das ist bloß ein Schatten gewesen. Ist das wahr? Hast du ein Gesicht erkannt? Ich konnte nicht sehen, wer es war. Und ich habe die Gestalt nur eine Sekunde gesehen. Doch angenommen, ich habe recht. Angenommen, jemand hat sie getötet. Dann will ich den Kerl erwischen, du nicht? Schon, aber wer würde sie denn töten wollen? Ich glaube, es war Nick. Jody, komm schon. Lisa hat sein Geschäft kaputt gemacht. Nick war extrem wütend, du hast es gesehen. Ja, aber Nick würde sie nicht töten. Wahrscheinlich war es nur ein Unfall, wie der Polizist gesagt hat. Das kann ich so nicht akzeptieren. Die Polizei sollte unbedingt... Keine Ahnung, die sollten ihn beobachten. Ich danke dir. Wofür? Dafür, dass du dir Gedanken machst. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Was meinst du damit? Ja, ich bin in diesem Zustand. Wo ich die her habe? Geklaut, was denkst du denn? Mach, was du willst. Von mir aus kannst du sie einschmelzen oder sie sonst wo verticken. Ist mir egal. Gut, ich komme gleich vorbei. Was geht? Hey, du hast es geschafft, Nick. Komm rein, Mann. Wie geht's dir? Gut, und dir? Alles cool. Danke. Bitte. Den habe ich leider vergessen. Dreh dich um. Dreh dich um. Okay, rein mit dir. Deine Autowerkstatt. Naja, bin dabei, mich umzuorientieren. Sieht so aus, als würden die mir den Laden schließen. Alles klar. Hier lang, Nicky. Lass sehen. Danke. Perfekt. Lass das hier drin. Da ist wohl jemand hinter dir her. Hey, hey, bleib stehen! Hey, hey, hey! Was? Mann, ich will dir doch nichts tun. Ich bin dein Nachbar, okay?
Also, wieso verfolgst du mich? Ich verfolge dich doch nicht. Oh. Ich komme oft hierher. Alles klar. Was läuft denn da hinten? Was denkst du, was da läuft? Nein, sag schon. Du verkaufst ihre Juwelen. Was? Was meinst du? Lisa, du hast ihren Schmuck geklaut und verkaufst ihn jetzt. Hey, ich hab ihren Schmuck geklaut? Ich hab Samstag nach jemanden in ihrem Haus gesehen. Oh mein Gott. Du warst sauer auf sie, weil sie dein Geschäft ruiniert hat und da wolltest du dich rächen. Du quatschst den gleichen Schwachsinn wie dieser Kopf. Was soll das bedeuten? Du bist in das Haus, hast sie getötet und ihren Schmuck geklaut und jetzt verscheuerst du ihn. Ich hab sie getötet? Nicht nur, dass du einen abartigen Knall hast, du bist auch echt total krass nervtötend. Ach, bin ich, ha? Ja, bist du, aber das ist okay, weil ich irgendwie auf dich stehe. Oh, versuch doch nicht... Was hast du gesagt? Hast du doch gehört. Weißt du was? Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Dass die mir die Werkstatt dicht gemacht haben. Ich meine, ich habe jetzt einen Job. In einem Laden in der Stadt. Da kann ich ganz legal die ganzen Karren aufmotzen. Cool, oder? Ich bin hier, um meine Werkzeuge diesem Typen zu verticken. Aber wenn du unbedingt glauben willst, dass ich sie getötet habe, dann nur zu, Süße. Na, was ist? Willst du die ganze Nacht hier rumstehen? Und deinen Ausweis sehen. Was soll ich tun? Tja, tut mir leid, Kristen. Ihre Tante wurde ermordet. Also, wenn Sie bereit sind, würde ich gern mit Ihnen über den Autopsiebericht reden. Ich höre. Wie Sie hier sehen können, war die Einwirkung auf den Schädel extrem heftig. Also, wäre Ihre Tante tatsächlich ausgerutscht und mit dem Kopf auf die Wannenecke gestürzt, hätte so eine Wunde Ihren Schädel kaum derartig zertrümmert. Es spricht so ziemlich alles dafür, dass sie nicht im Bad gestürzt ist. Etwas hat mit unglaublicher Kraft auf ihren Hinterkopf eingewirkt. Also, ein Szenario könnte sein, dass ein Einbrecher das Haus durch eine unverriegelte Tür betreten hat. Lisa hat ihn überrascht, er hat sie getötet. Dann ist er in Panik davongerannt, ohne etwas zu stehlen. Oder sie wurde aus einem anderen Grund getötet. Kristen, wir waren bei den Leuten aus ihrer Kirche, um rauszukriegen, wo sie waren, als es passiert ist. Werde ich etwa verdächtigt? Naja, ihre Tante hat ziemlich viel Geld mit Immobiliengeschäften gemacht. Sie sind die einzige Begünstigte in ihrem Testament, also werden sie wahrscheinlich mehrere Millionen erben. Ich habe sie mehr geliebt als meine Mutter. Keine Sorge, ihr Alibi wurde bestätigt. Alle Mitglieder der Gruppe haben bestätigt, dass sie an dem Wochenende mitgefahren sind. Ich glaube das einfach nicht. Detective, wer denken Sie war's? Wissen wir nicht. Wir haben mit allen Nachbarn gesprochen. Wir waren bei Lisas Freundinnen und ihren Geschäftspartnern. Niemand hat etwas Schlechtes über sie gesagt. Und was ist mit dem Kerl von nebenan? Nick Tompkin? Naja, er hat gesagt, er war in der Nacht allein zu Hause, aber dafür gibt's keine Zeugen. Also hat er kein Alibi. Vielleicht war er's. Er war ziemlich sauer auf meine Tante. Richtig, Jody? Ich kann dazu nicht viel sagen. Da habe ich dich aber anders verstanden. Sie hat recht, Jody. Sie sagten, und ich zitiere, Lisa hat ihm die Cops auf den Hals gehetzt und Nick war echt sauer auf sie. Wenn irgendwer aus der Nachbarschaft sie getötet hat, dann war er es. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er es war. Jedenfalls nicht mehr. Aha, dann haben Sie Ihre Meinung geändert. Ja. Darf ich fragen, wieso?
Ist einfach nur so ein Gefühl. Ein Gefühl? Na schön, das ist ungewöhnlich. Nur weil ich einen Spruch gemacht habe, verhaften Sie ihn doch nicht, oder? Wir verhaften niemanden, solange wir nicht mehr Beweise haben. Keine Sorge, Kristen. Wir fangen gerade erst an. Wir werden den Täter kriegen. Ja, hören Sie. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Der Name ist Nick Thompson. Die Adresse lautet 1821. Hey, kann ich dir was zeigen? Klar. Was denkst du, worüber die reden? Ich kann dir genau sagen, worüber die reden. Ted hat mich angebaggert und Tante Lisa war sauer. Jody, ältere Männer versuchen dauernd bei mir zu landen. Wenn die alle, die scharf auf mich sind, verhaften wollten, dann müssten die noch ein paar mehr Gefängnisse bauen. Ja, aber hier. Ich finde, er sieht echt wütend auf sie aus. Jody, hör auf. Was? Nur weil jemand Streit mit meiner Tante hatte, muss er nicht gleich ihr Mörder sein, oder? Was ist los mit dir? Na schön, was glaubst du, wer es getan hat? Keine Ahnung. Ich versuche immer noch, damit klarzukommen, dass sie tot ist. Und dieser Kopf sagt mir, dass sie ermordet wurde und dass sie mich verdächtigen. Und du fängst an, jeden Nachbarn zu beschuldigen. Vielleicht warst du's ja. Jody, wieso fängst du schon wieder damit an? Sie hat ja nichts Falsches gesagt. Es ist nur... Kristen, es tut mir leid. Ich glaube, dass ich wieder nach Hause gehen muss. Bist du ganz sicher? Meinst du nicht, das ist noch ein bisschen früh? Ich sag Ihnen, wenn ich da drüben nicht aushalte. Ist gut. Ich danke Ihnen für alles, Miss L. Was hatte ich dir gesagt? Mom, würdest du dir das hier ansehen Nein. und mir sagen... Nein! Bitte! Nein, Mom. Du machst es nur noch schlimmer. Problem. Die Cops glauben nicht an einen Unfall. Sie glauben, dass sie ermordet wurde. Und, denkst du jetzt anders? Ich schon. Aber die Cops denken, du bist der Killer. Es sollte doch so aussehen, als ob sie gestürzt wäre. Genau das hatte ich vor.
Aber du musst sie im falschen Winkel getroffen haben. Die sind dahinter gekommen. Vielleicht hättest du es ja tun sollen. Liebling, ich hätte das doch nie gekonnt. Und so war es auch nicht geplant. Nein, der Plan war, dass ich ihr das Licht ausblase und du mir einen Anteil gibst. Wo ist mein Geld? Beim Nachlassgericht. Das dauert noch eine Weile. Bleib locker. Locker, ja? Wie denn? Wie soll ich das schaffen? Die kriegen raus, wer das getan hat. Nein, werden sie nicht. Sag das nicht, Liebling. Mich nervt diese Heimlichtuerei. Und dann jeden Tag diesen öden Job machen. Denkst du etwa, ich gehe gerne in die Kirche? Wir müssen uns normal verhalten. Guck mal, wie sie mit ihm redet. Ja, er sieht aus, als wäre er stinksauer auf sie. Ich wollte Ted die Fotos zeigen und sehen, was er sagt. Ich hatte gehofft, du würdest mitkommen. Was, jetzt? Mhm. Das geht nicht. Ich fange heute den neuen Job an. Ich kann da nicht zu spät kommen. Wenn wir nicht vernünftig sind, ruinieren wir alles. Diese Neue von gegenüber beobachtet uns. Was ist denn das für ein Mist? Sie hat von der ganzen Nachbarschaft Fotos geschossen. Erinnerst du dich an den Streit, den du mit meiner Tante hattest? Wenn du so mit ihr redest, wie du es tust, dann versteht Kristen nicht, dass du ihr nur an die Wäsche willst, Ted. Lisa, es ist nicht so, wie du denkst. Es ist genauso, wie ich denke, und ich finde es nicht toll. Ich... Halt dich von ihr fern. Ich meine es ernst. Jody hat mir Fotos von dem Streit gezeigt. Du hast ausgesehen, als wolltest du ihr den Kopf abreißen. Jody wird diese Fotos den Cops zeigen. Die werden dir sicher noch mehr Fragen stellen. Na schön. Also gut, dafür habe ich ein Alibi. Ja, siehst du, ich war im Kino, habe sogar noch eine Eintrittskarte. Der Film war um 8:30 aus, ich bin nach Hause gefahren und habe an der Ecke geparkt und keiner hat mich gesehen. Tja, das hätte gereicht bei einem Unfall, aber bei Mord lassen die sich nicht so leicht abspeisen. Du hast recht, ich bin am Arsch. Die werden rausfinden, dass ich das war. Nein, Liebling, sag das nicht. Sieh mich an. Ich lass nicht zu, dass dir was zustößt. Ich habe eine Idee. Wir gehen heute Nachmittag zu Ted, wenn ich wieder zurück bin. Okay. Und danach können wir was essen gehen, wenn du willst. Ja, komm einfach zu uns rüber. Warte kurz. War das gerade eine Verabredung? Ja. Und du hast ja gesagt. Hier geht's lang. Hier.
vergiss es, gehen wir. Komm schon, wir müssen los. Mom, hast du kurz Zeit? Ja, natürlich. Ich glaube, Kristen und dieser Ted sind Lisas Mörder. Oh Mann, erst Nick und jetzt Kristen und Ted? Ich meine es ernst. Na schön, und wie kommst du darauf? Wonach sieht das hier für dich aus? Sieht aus, als wollten die beiden wandern gehen. Ja, ich bin ihnen in den Wald gefolgt und sie stehen total aufeinander. Die haben eine Affäre, Mom. Hast du sie sich küssen sehen, oder? Nein, aber ich habe gesehen, wie er seinen Arm um sie gelegt hat. Dann standen sie hinter einem Baum und ich konnte nicht sehen, ob sie sich küssen. Also, dann bist du nicht sicher. Trotzdem, was macht ein Typ in dem Alter mit einem Mädchen im Wald? Engel. Ich muss die Fotos der Polizei zeigen. Nein, auf keinen Fall. Du hast sie mit der Kamera gestalkt. Du weißt doch, was Detective Franklin gesagt hat. Aber ich hatte doch recht mit dem Schatten, oder? Ja, hattest du. Aber das hier geht echt zu weit. Und diese Fotos beweisen gar nichts. Und wenn du dich irrst? Was, wenn Ted und Kristen Lisas Killer sind? Oh, sie ist wahrscheinlich von einem Einbrecher getötet worden. So hat es der Detective gesehen. Du bist meine Mom! Warum kannst du mich nicht mal unterstützen? Wieso glaubst du mir einfach nicht? Weil du schon drei Leute aus unserer Nachbarschaft des Mordes beschuldigt hast. Das ist echt zu viel. Ist dir denn nicht klar, was du tust? Du erfindest hier einfach einen Unbekannten und bestrafst so deinen Angreifer. So siehst du das? Ich mache mir gerade nur Sorgen wegen Nick. Er ist für die Cops der Verdächtige Nummer eins, vor allem wegen meiner Aussage. Doch ich weiß, er war's nicht. Wir hätten das schon früher machen sollen. Das könnte eng werden. Ich behalte den Vordereingang im Auge. Sei vorsichtig. Willst du nicht mehr mit ihm reden? Nein. Cool. Mein Dad hat sich gemeldet. Ich soll ihn am Flughafen abholen. Er hat mich gestern angerufen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell kommen würde. Vielleicht können wir danach... Naja, ich weiß nicht. Einen Kaffee trinken oder sowas? Ist gut. Ich gehe morgen zu den Cops. Dann werde ich ihnen die Fotos zeigen und meine Aussage machen. Und wäre schön, wenn du mitkommst. Wieso willst du, dass ich mitgehe? Naja, weil, keine Ahnung, ich denke, ich hoffe, es hilft dir weiter. Ist das der einzige Grund? Was meinst du? Was für ein Grund denn noch? Naja, ich hab gedacht, dass du willst, dass ich bei dir bin. Ich will nicht, dass sie dich verhaften. Das ist alles. Moment mal, du machst das hier nur, weil du für Gerechtigkeit sorgen willst? Sowas in der Art. Kein anderer Grund? Nein. Ganz sicher. Ich weiß nicht, ob ich mir sicher bin. Oh.
Wollen wir ins Wohnzimmer gehen? Ich dachte, du musst deinen Vater abholen. Aber erst in einer Stunde. Ich müsste schon längst zu Hause. Ich meine, ich habe noch zu tun. Ja, gut. Geh ran. Hey, Kristen. Hey, Jody. Ich störe doch hoffentlich nicht. Nein. Kannst du kurz rüberkommen? Ich muss was mit dir bereden. Jetzt gleich? Ja, ist ziemlich wichtig. Ist gut. Ich bin gleich da. Alles in Ordnung? Mhm. Na gut, dann sehen wir uns heute Abend. Ja. Ich bring dich noch raus. Hey, komm rein. Jody, ich wollte mich für meinen Auftritt vorhin entschuldigen. Ach, ich verstehe doch, dass dir viel durch den Kopf geht. Ich habe über Nick nachgedacht. Und wahrscheinlich hast du recht. Wie jetzt? Was du zu dem Cop gesagt hast. Er hat meine Tante gehasst. Nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Jody, du verstehst die Menschen. Du siehst Dinge mit deiner Kamera. Ich habe mich bei ihm geirrt. Ich habe ja dem Cop gesagt, ich sehe das inzwischen anders. Wieso hast du deine Meinung geändert? Wieso hast du deine geändert? Er hat dich vorhin geküsst, hm? Weißt du, Jody, Sex kann einiges durcheinanderwirbeln. Wirklich? Wie denn? Du weißt schon. Nein, ich weiß nicht. Wieso erklärst du es mir nicht? Warte, anscheinend bist du noch Jungfrau, hm? Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott, erzähl mir alles über ihn. Wie ist er so? Er war ein Wildfremder. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Du wirkst so unschuldig und... Ich kann dir einen Deal anbieten. Ich sag dir, mit wem ich schlafe, wenn du mir sagst, mit wem du was hast. Ich habe mit niemandem was. Das hebe ich mir für meine Ehe auf. Na dann viel Glück. Danke, dass du hier warst, Jody. Sie weiß das von uns. Das macht nichts. Ich habe alles geregelt. Du bist mein strahlender Held. Ich bin Jody. Wir wohnen auf der anderen Seite. Ist Nick da? Ja. Kommen Sie rein. Ich bin sein Vater, Eddie. Freut mich sehr. Nick, hier ist Besuch für dich. Also, Sie sind die, die meinen Sohn beschuldigt hat, Lisa umgebracht zu haben. Naja, eigentlich... Um das klarzustellen, Sie irren sich. Ich habe den tollsten Jungen auf der Welt. Nein, Mr. Tompkin, deswegen bin ich... Als er noch so klein war, ist er immer seiner Mutter nachgelaufen, um ihr bei den Hausarbeiten zu helfen. Jedem Menschen, den er trifft, versucht er, was Gutes zu tun. Sie sollten... Reden gut. Sie mit seinen Freunden, die werden... Sie hat's kapiert, danke, aber vielen Dank, danke, danke sehr. Es ist wirklich toll, danke. Dad, hast du keinen Jetlag? Willst du nicht schlafen Jetlag oder so? Dich ausruhen, dich hinlegen? Ich bin nicht müde. Hi. Hi. Bist du fertig? Mhm. Dann los. Warte, ich hab was vergessen.
Mr. Tompkin, wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl für das Haus. Entschuldigung. Moment, was soll das? Ihr durchsucht das Wohnzimmer. Was soll das? Er hat einen Durchsuchungsbefehl. Sie gehen nach Durchsuchungsbefehl? Ja. Was hat das hier zu bedeuten? Das sehe ich zum ersten Mal. Das sind offenbar Spuren von Blut und menschlichen Haaren. Einpacken. Wir bringen das ins Labor, um die üblichen Untersuchungen durchzuführen. Hey, Moment, das hat irgendjemand da hingelegt. Was denn? Wollen Sie ihn etwa festnehmen? Wir müssen ihm ein paar Fragen stellen. Ja, ich denke, das muss sein. Nick, du wirst nichts sagen, bis der Anwalt da ist. Also halt ausnahmsweise mal deinen Mund. Warten Sie, halt. Nein, 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 Detective. Ich muss Ihnen Fotos zeigen, okay? Er hat es sicher nicht getan. Es war Kristen. Sie hat eine Affäre mit ihrem Nachbarn Ted. Ja, ich bin den beiden in den Wald gefolgt. Ich denke, dass sie das Rohr dort vergraben haben nach dem Mord an Lisa. Und dann haben sie es wieder rausgeholt und in Nicks Garage versteckt. Jody, wollen wir ehrlich sein, okay? Also, ich weiß nicht, ob sie das sagen, um ihren Freund zu beschützen oder ob das wieder so ein Gefühl ist. Allerdings ist keins von beidem glaubwürdig. Also, wenn Sie mich entschuldigen. Okay, Mr. Tompkin, danke, dass Sie mir Bescheid gesagt haben. Das Blut auf dem Rohr stammt von Lisa Miller. Tja, und deshalb muss Nick im Gefängnis bleiben. Wie ist das Rohr denn in seiner Werkstatt gelandet? Ted und Kristen wollen ihm das anhängen. Was denn? Du glaubst doch nicht, dass er es war, oder? Ich weiß es nicht. Aber wie kannst du so sicher sein, dass er es nicht war? Du kennst ihn nicht so wie ich. Du kennst ihn seit 3 Wochen, Engel. Das ist nicht besonders lange. Denkst du nicht, ich würde dir viel lieber glauben wollen? Aber du kannst nicht ignorieren, was die Polizei herausgefunden hat. Ich weiß, was ich gesehen habe, Mom. Das waren Kristen und Ted. Nick hat nichts getan. Komm bitte mit mir aufs Revier. Nick wird dich davon überzeugen. Okay, ich war echt wütend auf Mrs. Miller. Aber mir war ja klar, dass sie recht hatte. Und das war's dann. Ich würde doch niemals so etwas machen. Und was ist mit ihrem Alibi? Ich war abends zu Hause und hab ferngesehen. Das ist die Wahrheit. Mrs. Allen, ich wollte sie ganz sicher nicht auf diese Weise kennenlernen. Und ich weiß, es sieht übel aus. Aber ich schwöre, ich hab sie nicht getötet. Jody hat mich hergebracht, weil sie dachte, sie könnten mich davon überzeugen, dass sie unschuldig sind. Mir ist das wahrscheinlich nicht gelungen. Mom, bitte. Nick, wenn Sie mir nicht plausibel machen können, dass Sie es nicht waren, wie wollen Sie dann eine Jury überzeugen? Das kann ich vielleicht nicht. Vielleicht muss ich die nächsten 50 Jahre hier drin verbringen. Nein. Ich meine, wissen Sie, was ich nicht verstehe? Wie Sie ihr... Vergessen Sie es. Was? Sagen Sie es. Sie sind Ihre Mutter. Worauf wollen Sie hinaus? Jody ist mutig. Sie ist klug. Und wunderschön. Und das hat sie alles von Ihnen. Aber was ich echt nicht kapiere, ist, wie Sie ihr in die Augen sehen können und ihr dann auch nicht glauben. Wie geht das? Okay, nehmen wir mal an, dass du recht hast. Dann hast du immer noch keinen Beweis, dass Kristen und Ted es waren. Hast du dir das überlegt? Ja, ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich da einen Weg finde. Ich meine, es hat nichts genützt, mit Detective Franklin zu reden. Wir müssen uns mehr einfallen lassen. Woran denkst du? Wie wär's damit? Ich folge Kristen und du folgst Ted. Nein! Doch, Mom, wir kaufen dir eine Kamera. Ich meine, irgendwann machen die auch mal einen Fehler. Jody! Nein! Das wird nur noch viel mehr Ärger bringen. Ich bin sicher, Nicks Vater wird den besten Anwalt engagieren. Wenn die eine eidesstattliche Aussage von dir wollen, kriegen sie die.
Und in der Zwischenzeit wirst du die beiden nicht weiter ausspionieren. Du kannst mir nicht vorschreiben, was ich tun soll. Oh doch, das kann ich. Du verlässt das Haus erst, wenn du dich wieder beruhigt hast. Was? Du gibst mir Hausarrest? Das hast du noch nie gemacht. Tja, irgendwann fängt's an. Hey, hast du Hunger? Ich mach mir jetzt was zu essen. Nein, ich möchte nicht. Ich will nur noch dieses Foto fertig retuschieren. Aber ich bin total fertig. Vielleicht lege ich mich einfach eine Weile hin. Gut. Hey, Mom? Ja? Tut mir leid, wie ich gestern Abend mit dir geredet habe. Engel, ist schon gut. Wir hatten ein paar harte Wochen. Soll ich die Tür zumachen? Bitte. Okay. Hallo. Hi. Wir haben uns noch nicht offiziell vorgestellt. Ich weiß, wer du bist. Oh. Dann wissen Sie wahrscheinlich, warum ich hier bin. Kann ich reinkommen? Tut mir leid, ich habe leider keine Zeit. Hören Sie. Nick Tompkin wird wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen, obwohl er nichts getan hat. Wir sind quasi zusammen. Und er wurde verhaftet, bevor wir eine richtige Verabredung hatten, aber Mr. Wilcox, wenn Sie Nick irgendwie helfen könnten, dann bitte, ich flehe Sie an. Jody, der Typ hat eine Freundin von mir getötet. Tut mir leid, ich habe einen Termin bei der Bank, ich muss jetzt... Tut mir leid, das ist meine Kontaktlinse, sie ist verrutscht. Kann ich kurz in Ihr Badezimmer, nur kurz, bitte? Ja, natürlich, bis gleich da hinten. Nett, Sie kennenzulernen. Ja, hat mich gefreut. Hey, Engel, ich habe was zu essen für dich. Jody? Jody? Jody?
Hey, Baby. Hey. Das Bankkonto ist eröffnet. Gut, denn ich muss dir was zeigen. Eine Überraschung? Aha. 50 Riesen. Wo hast du die denn her? Das ist Geld aus dem Studienfonds, den sie für mich abgeschlossen hat. Perfekt. Alles läuft bestens. Mhm. Ja, es ist unglaublich. Wir werden hier wegziehen und in einem Strandhaus wohnen. Ziehst du mit mir in ein Strandhaus? Aber natürlich. Ich habe noch was für dich. Echt? Mhm. Ich mache mir echt Sorgen um dich. Ruf mich an. Steig ein. Du fährst. Gib mir dein Handy. Gib mir dein Handy! Jody, ich will jetzt wissen, was mit dir los ist. Ich stehe gerade vor Kristens Haustür. Wieso zum Teufel fährst du Teds Auto? Erst Nick und jetzt Kristen und Ted? Trotzdem, was macht ein Typ in dem Alter mit einem Mädchen im Wald? Diese Fotos beweisen gar nichts. Und wenn du dich irrst, was, wenn Ted und Kristen Lisas Killer sind? Nicht zu schnell. Die kriegen raus, dass du Ted getötet hast. Wie war das, Detective? Hab ich den Schuss in Teds Haus gehört? Nein, hab ich nicht. Er hat sich erschossen? Oh mein Gott, das ist ja tragisch. Ich weiß, er hat seine Frau über alles geliebt. Nachdem sie ihn verlassen hat, war er total am Boden. Entführt worden. Ma'am, so
Sobald der Wagen stehen bleibt, rufen Sie uns an und sagen uns, wo Sie sind. Wir schicken sofort jemanden los. Dann ist es vielleicht zu spät. Wir sind so schnell da, wie es geht, Ma'am. Fahr da vorne rechts. Der Waldweg da drüben. Fahr da rein. Aussteigen. Da lang. Los. Leg deine Kamera hin. Zerschlag sie. Ich habe allen gesagt, dass du mit Teddy draußen warst. Halt die Klappe und tu, was ich sage. Willst du mich hier verbuddeln? Tu es! Alles läuft bestens. Ich habe noch was für dich. Echt? Mein Glückwunsch. Thank you.
Viele Leute haben mich gefragt, warum wir in diese Gegend gezogen sind. Vor 3 Monaten war ich allein in unserer Wohnung und da ist ein Mann eingebrochen. Er hat mich schwer verletzt. Noch schlimmer war es für meine Mom, weil sie alles mit ansehen musste, aber nichts tun konnte, um ihn aufzuhalten. Daraufhin haben wir beschlossen, die Stadt zu verlassen. Meine Mom hat die Wohnung verkauft, wir haben alles gepackt und hier sind wir nun. Und das ist der offizielle Grund, warum wir hergezogen sind. Danke, dass du es mir erzählt hast. Ich hatte Angst davor. Und jetzt hast du keine Angst mehr. Weißt du, was ich denke? Was? Ich glaube, ich bin eigentlich nur hierher gezogen, weil ich einen wirklich guten Mechaniker suche. Mein Auto macht merkwürdige Geräusche. Kannst du mir da helfen? Ihn beobachten. Ich danke dir. Wofür? Dafür, dass du dir Gedanken machst. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Kannst du sie einschmelzen oder sie sonst wo verticken? Ist mir egal. Gut, ich komme gleich vorbei. Was geht? Hey, du hast es geschafft, Nick. Komm rein, Mann. Wie geht's dir? Gut, und dir? Alles cool. Danke. Dreh dich um. Okay, rein mit dir. Sie war nicht da. Und wie erklärst du dir das? Vielleicht hat Nick sie geklaut und wieder zurückgebracht. Aber warum sollte er sowas Dummes tun? Engel, es ist ein neues Haus. Eine völlig neue Gegend. Du hast dich noch nicht erholt. Es wird noch eine Weile dauern, bis du das wegsteckst, was in der alten Wohnung passiert ist. Ich sehe ihn immer noch. Wenn du träumst? In meiner Fantasie. Jedes Mal, wenn ich in ein dunkles Zimmer komme oder eine verschlossene Tür öffne, ist es als würde er da sein, aber ist er nicht. Ach, wäre ich doch nur zu Hause gewesen. Ist doch nicht deine Schuld. Doch, ich bin deine Mutter. Ich bin dazu da, dich zu beschützen. Ich hätte da sein müssen.
Ich muss ein paar Einkäufe erledigen. Willst du mitkommen? Ich check lieber mal die Kamera. Dann bis später. Mit wem spreche ich denn da? Hier ist Nick. Wer ist da? Ja? Marvin, ich kann's beweisen. Was beweisen, Engel? Dass Nick meine Kamera hatte. Du weißt doch, das Telefon hat geklingelt und niemand war dran. Tja, ich hab die Anruflisten. Warte kurz. Oh mein Gott, der ist an der Tür. Mach nicht auf. Soll ich nach Hause kommen? Wenn du willst, dann komme ich. Gut, ich fahre jetzt los. Ich bin in 10 Minuten da. Nein, ist schon okay. Ich frage ihn, was er will. Jody, keine Sorge, ich komme schon klar. Hast du gerade bei mir angerufen? Hast du mich angerufen? Warum hast du meine Kamera geklaut? Weil du Fotos von mir gemacht hast, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Woher hast du unsere Telefonnummer? Aus dem Internet, über die Adresse. Du hast also hier angerufen, mich dazu gebracht, ranzugehen und bist dann über den Zaun und hast mir die Kamera geklaut? Ja, genau. Du hast es drauf. Und dann bringst du sie auf die Veranda, damit ich wie ein Trottel aussehe. Nein. Ich wollte dich nicht wie ein Trottel dastehen lassen. Aber wenn das so ist, ist es quasi ein Bonus. Ich werde das den Cops melden. Hey, wow. Zuerst Lisa und jetzt du. Wahnsinn. Na zu, ruf die Cops an. Dann zeige ich denen die Fotos, die du von mir gemacht hast. Fast nackt. Ich habe deine Kamerafiles auf meine Festplatte geladen. Und die anderen Nachbarn interessieren die Fotos, die du von ihnen gemacht hast, auch bestimmt. Tats Frau, gleich gegenüber, die ist Anwältin. Sie auch bestimmt nicht irgendwo verlegt. Ich meine, sieh dir das an. Nein, ich habe überall nachgesehen. Wir sollten die Polizei rufen. Hey, Engel, wir räumen jetzt hier auf. Und wenn sie nicht wieder auftauchen sollte, dann kaufe ich dir eine neue. Nein, Mom, das will ich nicht. Das ist doch viel zu teuer. Keine Sorge, ich kann es mir leisten. Nein, kannst du nicht. Du sagst doch selbst immer, wie teuer das Haus hier ist. Und ich bin sicher, irgendwer war in unserem Garten. Wir sind erst 2 Tage hier und du glaubst schon, wir wurden ausgeraubt? Ja, und ich will, dass wir zur Polizei gehen. Zuerst lass uns hier mal alles aufräumen. Okay? Und wann haben Sie uns zum Mittagessen eingeladen? Und wo haben Sie bisher gewohnt? West Hollywood. Ah, West Hollywood ist klasse. Und wieso seid ihr weggezogen? Nein! Wir hatten da nur eine Wohnung. Wir wollten was Größeres. Mhm. Und Kristen, ich nehme an, du lebst in Los Angeles? Nein, ich wohne hier. Ach so, ich dachte, du besuchst deine Tante nur für den Sommer. Das ist jetzt mein Zuhause. Meine Eltern sind weg. Ihre Mom ist letztes Jahr gestorben. Ach, das tut mir sehr leid. Ich habe Kristen gefragt, ob sie von jetzt an bei mir wohnen will. Und tja, ich bin froh, dass sie ja gesagt hat. Mhm. Ach, vielleicht solltest du Jody am Wochenende mitnehmen. Ja, tolle Idee. Würde dir gefallen. Was denn? Unsere Kirche. Die hat eine Begegnungsstätte in Angeles Crest. Das ist super. Da kann man wandern und Volleyball spielen und alles, was Spaß macht. Ja, wir werden Samstagmorgen mit dem Bus abgeholt. Okay, ich denk drüber nach. Ja, mach das doch. Das klingt wirklich gut. Mann, ich sag doch. Ich denk drüber nach. Na schön. Nicht schon wieder. Haben Sie mit seinen Eltern gesprochen? Ein alleinerziehender Vater. Der ist ganz groß im Ölgeschäft in Dubai. Oh. Das
das reicht. Es tut mir echt leid, Andrea. Tante Lisa, was machst du denn? Ich rufe die Polizei. Nötige Kleingeld im Lotto gewinnen. Ah, hey, hast du zufällig die Post heute schon geholt? Tja, dann flitz mal zum Briefkasten und naja, vielleicht ist da was für dich. Nein, sag nicht, dass du das neue Objektiv gekauft hast. Das ist doch viel zu teuer, Mom. Ob was zu teuer ist, entscheide immer noch ich. Jetzt geh schon. Sieh im Briefkasten nach. Nein! Die Tür auf! Oh mein Gott! Jody! Ich ruf die Polizei! Lauf schnell aus der Wohnung! Los! Jody! Meine Tochter wird gerade überfallen. 52822 Loma Verde Avenue, Apartment 18, West Hollywood. Oh mein Gott, schicken Sie schnell jemanden vorbei. Jody, nein, aufhören. Lassen Sie sie los. Oh mein Gott. Nein. War die letzte Fuhre. Ach, ich habe übrigens eine super Tagesdecke gekauft. Komm schon. Also, ich habe auf jeden Fall alles so weit ausgepackt, dass wir morgen frühstücken können. Ich muss um 4 aufstehen, damit ich um 6 im Krankenhaus bin. Deshalb gehe ich jetzt ins Bett. Gute Nacht, Liebling. Hast du die Hintertür abgeschlossen? Ja. Was ist mit den Fenstern? Sind alle zu. Hey, dieses Schmuckstück wird unser neues Zuhause. Keine Ahnung, wie ich es bezahlen soll, aber mir ist es das wert. Diesen Sommer werden wir eine tolle Zeit haben. Und dann im Herbst gehst du auf diese fantastische neue Highschool und findest da jede Menge Freunde. Engel, die Polizei hat diesen schrecklichen Typen erschossen. Er kann dir nicht mehr wehtun. Das hier ist eine sichere Nachbarschaft. Hier wird es uns gut gehen. Gute Nacht. Bleib nicht zu lange auf. Oh, wie geht das? Okay, nehmen wir mal an, dass du recht hast. Dann hast du immer noch keinen Beweis, dass Kristen und Ted es waren. Hast du dir das überlegt? Ja, ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich da einen Weg finde. Ich meine, es hat nichts genützt, mit Detective Franklin zu reden. Wir müssen uns mehr einfallen lassen. Woran denkst du? Wie wär's damit? Ich folge Kristen und du folgst Ted. Nein! Doch, Mom, wir kaufen dir eine Kamera. Ich meine, irgendwann machen die auch mal einen Fehler. Jody, nein! Das wird nur noch viel mehr Ärger bringen. Ich bin sicher, Nicks Vater wird den besten Anwalt engagieren. Wenn die eine eidesstattliche Aussage von dir wollen, kriegen sie die. Und in der Zwischenzeit wirst du die beiden nicht weiter ausspionieren. Du kannst mir nicht vorschreiben, was ich tun soll. Oh doch, das kann ich. Du verlässt das Haus erst, wenn du dich wieder beruhigt hast. Was? Du gibst mir Hausarrest? Das hast du noch nie gemacht! Tja, irgendwann fängt's an. Hey, hast du Hunger? Ich mach mir jetzt was zu essen. Nein, ich möchte nicht. Ich will nur noch dieses Foto fertig retuschieren. Aber ich bin total fertig. Vielleicht lege ich mich einfach eine Weile hin. Gut. Hey, Mom? Ja? Tut mir leid, wie ich gestern Abend mit dir geredet habe. Engel, ist schon gut. Wir hatten ein paar harte Wochen. Soll ich die Tür zumachen? Bitte. Okay.
Hallo. Hi. Wir haben uns noch nicht offiziell vorgestellt. Ich weiß, wer du bist. Oh. Dann wissen Sie wahrscheinlich, warum ich hier bin. Kann ich reinkommen? Tut mir leid, ich habe leider keine Zeit. Hören Sie. Nick Tompkin wird wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen, obwohl er nichts getan hat. Wir sind quasi zusammen. Und er wurde verhaftet, bevor wir eine richtige Verabredung hatten, aber... Mr. Wilcox, wenn Sie Nick irgendwie helfen könnten, dann bitte, ich flehe Sie an. Jody. Der Typ hat eine Freundin von mir getötet. Tut mir leid, ich habe einen Termin bei der Bank. Ich muss jetzt... Tut mir leid. Oh, das ist meine Kontaktlinse. Sie ist verrutscht. Kann ich... Fahr einfach geradeaus. Ich glaube, meine Tochter ist entführt worden. Ma'am, sobald der Wagen stehen bleibt, rufen Sie uns an und sagen uns, wo Sie sind. Wir schicken sofort jemanden los. Dann ist es vielleicht zu spät. Wir sind so schnell da, wie es geht, Ma'am. Fahr da vorne rechts. Weg da drüben. Fahr da rein. Aussteigen. Da lang. Los. Leg deine Kamera hin. Zerschlag sie. Ich habe allen gesagt, dass du mit Teddy draußen warst. Halt die Klappe und tu, was ich sage. Willst du mich hier verbuddeln? Tu es! Ich weiß nicht. Einen Kaffee trinken oder sowas? Ist gut. Ich gehe morgen zu den Cops. Dann werde ich ihnen die Fotos zeigen und meine Aussage machen. Und wäre schön, wenn du mitkommst. Wieso willst du, dass ich mitgehe? Keine Ahnung. Ich denke, ich hoffe, es hilft dir weiter. Ist das der einzige Grund? Was meinst du? Was für ein Grund denn noch? Naja, ich habe gedacht... Dass du willst, dass ich bei dir bin. Ich will nicht, dass sie dich verhaften. Das ist alles. Moment mal, du machst das hier nur, weil du für Gerechtigkeit sorgen willst? Sowas in der Art. Kein anderer Grund? Nein. Ganz sicher. Ich weiß nicht, ob ich mir sicher bin... Thank you.
Wollen wir ins Wohnzimmer gehen? Ich dachte, du musst deinen Vater abholen. Aber erst in einer Stunde. Ich müsste schon längst zu Hause. Ich meine, ich habe noch zu tun. Ja, gut. Geh ran. Hey, Kristen. Hey, Jody. Ich störe doch hoffentlich nicht. Nein. Kannst du kurz rüberkommen? Ich muss was mit dir bereden. Jetzt gleich? Ja, ist ziemlich wichtig. Ist gut. Ich bin gleich da. Alles in Ordnung? Mhm. Na gut, dann sehen wir uns heute Abend. Ja. Ich bring dich noch raus. Hey Engel, ich habe was zu essen für dich. Jody? Konto ist eröffnet. Gut, denn ich muss dir was zeigen. Eine Überraschung? Aha. 50 Riesen. Wo hast du die denn her? Das ist Geld aus dem Studienfonds, den sie für mich abgeschlossen hat. Perfekt. Alles läuft bestens. Mhm. Ja, es ist unglaublich. Wir werden hier wegziehen und in einem Strandhaus wohnen. Ziehst du mit mir in ein Strandhaus? Aber natürlich. Ich hab noch was für dich. Echt? Mhm. Jody? Leuten aus ihrer Kirche, um rauszukriegen, wo sie waren, als es passiert ist. Werde ich etwa verdächtigt? Naja, ihre Tante hat ziemlich viel Geld mit Immobiliengeschäften gemacht. Sie sind die einzige Begünstigte in ihrem Testament, also werden sie wahrscheinlich mehrere Millionen erben. Ich habe sie mehr geliebt als meine Mutter. Keine Sorge, ihr Alibi wurde bestätigt. Alle Mitglieder der Gruppe haben bestätigt, dass sie an dem Wochenende mitgefahren sind. Ich glaube das einfach nicht. Detective, wer denken Sie war's? Wissen wir nicht.
Wir haben mit allen Nachbarn gesprochen. Wir waren bei Lisas Freundinnen und ihren Geschäftspartnern. Niemand hat etwas Schlechtes über sie gesagt. Und was ist mit dem Kerl von nebenan? Nick Tompkin? Naja, er hat gesagt, er war in der Nacht allein zu Hause. Aber dafür gibt's keine Zeugen. Also hat er kein Alibi. Vielleicht war er's. Er war ziemlich sauer auf meine Tante. Richtig, Jody? Ich kann dazu nicht viel sagen. Da habe ich dich aber anders verstanden. Sie hat recht, Jody. Sie sagten, und ich zitiere, Lisa hat ihm die Cops auf den Hals gehetzt und Nick war echt sauer auf sie. Wenn irgendwer aus der Nachbarschaft sie getötet hat, dann war er es. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er es war. Jedenfalls nicht mehr. Aha, dann haben Sie Ihre Meinung geändert. Ja. Darf ich fragen, wieso? Ist einfach nur so ein Gefühl. Ein Gefühl? Na schön, das ist ungewöhnlich. Nur weil ich einen Spruch gemacht habe, verhaften Sie ihn doch nicht, oder? Wir verhaften niemanden, solange wir nicht mehr Beweise haben. Keine Sorge, Kristen. Wir fangen gerade erst an. Wir werden den Täter kriegen. Ja, hören Sie. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Der Name ist Nick Tompkin. Die Adresse lautet 1821. Hey, kann ich dir was zeigen? Klar. Was denkst du, worüber die reden? Ich kann dir genau sagen, worüber die reden. Ted hat mich angebaggert und Tante Lisa war sauer. Jody, ältere Männer versuchen dauernd bei mir zu landen. Wenn die alle, die scharf auf mich sind, verhaften wollten, dann müssten die noch ein paar mehr Gefängnisse bauen. Ja, aber hier. Ich finde, er sieht echt wütend auf sie aus. Jody, hör auf. Was? Nur weil jemand Streit mit meiner Tante hatte, muss er nicht gleich ihr Mörder sein, oder? Hier geht's lang. Hier. Vergiss es, gehen wir. Komm schon, wir müssen los. Mom, hast du kurz Zeit? Ja, natürlich. Ich glaube, Kristen und dieser Ted sind Lisas Mörder. Oh Mann.
Erst Nick und jetzt Kristen und Ted? Ich meine es ernst. Na schön. Und wie kommst du darauf? Wonach sieht das hier für dich aus? Sieht aus, als wollten die beiden wandern gehen. Ja, ich bin ihnen in den Wald gefolgt. Und sie stehen total aufeinander. Die haben eine Affäre, Mom. Hast du sie sich küssen sehen, oder? Nein. Aber ich habe gesehen, wie er seinen Arm um sie gelegt hat. Dann standen sie hinter einem Baum und ich konnte nicht sehen, ob sie sich küssen. Also, dann bist du nicht sicher. Trotzdem, was macht ein Typ in dem Alter mit einem Mädchen im Wald? Engel. Ich muss die Fotos setzen. Fahr einfach geradeaus. Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Ich glaube, meine Tochter ist entführt worden. Ma'am, sobald der Wagen stehen bleibt, rufen Sie uns an und sagen uns, wo Sie sind. Wir schicken sofort jemanden los. Dann ist es vielleicht zu spät. Wir sind so schnell da, wie es geht, Ma'am. Fahr da vorne rechts. Weg da drüben. Fahr da rein. Aussteigen. Da lang. Los. Leg deine Kamera hin. Zerschlag sie. Ich habe allen gesagt, dass du mit Ted hier draußen warst. Halt die Klappe und tu, was ich sage. Willst du mich hier verbuddeln? Tu es! Leute. Wir sehen uns. Hey. Ah, hey, Jody. Wie geht's? Gut. War's schön? Ja, es war voll cool. Du musst nächstes Mal mitkommen, wenn wir wieder auf Tour gehen. Tante Lisa, ich bin wieder da.
Die machen da auch so Impro-Shows, die sind so lustig. Der eine hat total monoton geredet, als hätte er nur eine Hirnzelle und sein Partner hat so schnell gesprochen wie ein Maschinengewehr. Tante Lisa, bist du da oben? Jedenfalls, der eine liegt da und tut so, als würde er ein Kind kriegen und trägt natürlich Frauenfummel. Ey, so lustig. Jody? Jody? Wo bist du? Oh mein Gott. Bist du hier oben? Nein, komm nicht rein! Oh mein Gott. Tante Lisa, was ist los? Notrufzentrale. Hey, was ist mit dir los? Ich brauche einen Krankenwagen. 8672, Via Colinas in Santa Tante Lisa, wach auf! Eine Nachbarin, sie blutet, die andere. Wir brauchen einen Krankenwagen, schnell! Detective, ich habe am Samstag etwas gesehen, das vielleicht sehr wichtig ist. Oh, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hi, Detective Franklin. Oh, Andrea, ja. Ellen, Jodys Mutter. Was wollten Sie gerade sagen? Ich habe jemanden im Haus gesehen. Ich glaube, es war ein Eindringling. Um wie viel Uhr? Gegen 10. Ich war gegenüber in meinem Zimmer und habe Fotos von der Straße gemacht. Hey! Ich bin Lisa Miller. Ich wohne gegenüber und ich wollte euch nur kurz willkommen heißen. Hi, ich bin Jody. Hi, Jody. Ich backe so gerne Kekse. Vielen Dank. Und sind deine Eltern zu Hause? Ich würde ihnen auch gern Hallo sagen. Meine Mom ist nicht da. Sie arbeitet. Tja, na schön. Sag ihr, dass ich da war, okay? Geht's dir gut? Oh, Süße, was ist denn los? Gerade hat jemand meine Kamera geklaut. Was? Ist das dein Ernst? Diese Gegend ist... Ihre Kamera gestohlen hat. Also ich habe gestern im Garten Fotos gemacht und da ging das Telefon. Da habe ich die Kamera abgelegt, um ans Telefon zu gehen und als ich wieder rauskam, war sie weg. Was für eine Kamera war das? Eine DSLR mit 70 bis 300 mm Tele. Könnte es vielleicht diese Kamera da sein? Was?
Officer, es tut mir so leid, dass wir Sie belästigt haben. Kein Problem. Ich hoffe, Sie schießt tolle Fotos. Vielen Dank. Alles klar. Tja, das war peinlich. Mom, ich habe im Garten nachgesehen, im Haus, überall. Ich schwör's dir, sie war nicht da. Und wie erklärst du dir das? Vielleicht hat Nick sie geklaut und wieder zurückgebracht. Aber warum sollte er sowas Dummes tun? Engel, es ist ein neues Haus, eine völlig neue Gegend. Du hast dich noch nicht erholt. Es wird noch eine Weile dauern, bis du das wegsteckst, was in der alten Wohnung passiert ist. Ich sehe ihn immer noch. Wenn du träumst? In meiner Fantasie. Jedes Mal, wenn ich in ein dunkles Zimmer komme oder eine verschlossene Tür öffne, ist es, als würde er da sein, aber ist er nicht. Ja, wäre ich doch nur zu Hause gewesen. Ist doch nicht deine Schuld. Doch, ich bin deine Mutter. Ich bin dazu da, dich zu beschützen. Ich hätte da sein müssen. Ich muss ein paar Einkäufe erledigen. Willst du mitkommen? Ich check lieber mal die Kamera. Dann bis später. Mit wem spreche ich denn da? Hier ist Nick. Wer ist da? Ja? Mom, ich kann's beweisen. Was beweisen, Engel? Dass Nick meine Kamera hatte. Du weißt doch, das Telefon hat geklingelt und niemand war dran. Tja, ich hab die Anruflisten. Warte kurz. Oh mein Gott, der ist an der Tür. Mach nicht auf. Soll ich nach Hause kommen? Wenn du willst, dann komme ich. Gut, ich fahre jetzt los. Ich bin in 10 Minuten da. Nein, ist schon okay. Ich frage ihn, was er will. Jody, keine Sorge, ich komme schon klar. Hast du gerade bei mir angerufen? Hast du mich angerufen? Warum hast du meine Kamera geklaut? Weil du Fotos von mir gemacht hast, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Woher hast du unsere Telefonnummer? Aus dem Internet, über die Adresse. Du hast also hier angerufen, mich dazu gebracht, ranzugehen und bist dann über den Zaun und hast mir die Kamera geklaut? Hey, Engel, ich hab was zu essen für dich. Jody? 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 Ist eröffnet. Gut, denn ich muss dir was zeigen. Eine Überraschung? Aha. 50 Riesen. Wo hast du die denn her? Das ist Geld aus dem Studienfonds, den sie für mich abgeschlossen hat. Perfekt. Alles läuft bestens. Mhm. Ja, es ist unglaublich. Wir werden hier wegziehen und in einem Strandhaus wohnen. Ziehst du mit mir in ein Strandhaus? Aber natürlich. Ich hab noch was für dich. Echt?
Damit habe ich dich nur verdient. Hey Engel, ich habe was zu essen für dich. Jody? Hey, Baby. Hey. Das Bankkonto ist eröffnet. Gut, denn ich muss dir was zeigen. Eine Überraschung? Aha. 50 Riesen. Wo hast du die denn her? Das ist Geld aus dem Studienfonds, den sie für mich abgeschlossen hat. Perfekt. Alles läuft bestens. Mhm. Ja, es ist unglaublich. Wir werden hier wegziehen und in einem Strandhaus wohnen. Ziehst du mit mir in ein Strandhaus? Aber natürlich. Ich habe noch was für dich. Echt? Mhm. Ja? Marv, ich kann's beweisen. Was beweisen, Engel? Dass Nick meine Kamera hatte. Du weißt doch, das Telefon hat geklingelt und niemand war dran. Tja, ich hab die Anruflisten. Warte kurz. Oh mein Gott, der ist an der Tür. Mach nicht auf. Soll ich nach Hause kommen? Wenn du willst, dann komm ich. Gut, ich fahr jetzt los. Ich bin in 10 Minuten da. Nein, ist schon okay. Ich frag ihn, was er will. Jody, keine Sorge, ich komm schon klar. Hast du gerade bei mir angerufen? Hast du mich angerufen? Warum hast du meine Kamera geklaut? Weil du Fotos von mir gemacht hast, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Woher hast du unsere Telefonnummer? Aus dem Internet. Über die Adresse. Du hast also hier angerufen, mich dazu gebracht, ranzugehen und bist dann über den Zaun und hast mir die Kamera geklaut? Ja, genau. Du hast es drauf. Und dann bringst du sie auf die Veranda, damit ich wie ein Trottel aussehe. Nein. Ich wollte dich nicht wie ein Trottel dastehen lassen, aber wenn das so ist... Es ist quasi ein Bonus. Ich werde das den Cops melden. Hey, wow. Zuerst Lisa und jetzt du. Wahnsinn. Na zu, ruf die Cops an. Dann zeige ich denen die Fotos, die du von mir gemacht hast. Fast nackt. Ich habe deine Kamerafiles auf meine Festplatte geladen. Und die anderen Nachbarn interessieren die Fotos, die du von ihm gemacht hast, auch bestimmt. Tats Frau, gleich gegenüber, die ist Anwältin. Die wird sie sicher gern sehen. Also, willst du immer noch die Cops rufen? Oder sind wir quitt? Wir sind quitt. Ich bin Nick. Okay, Dienstag klingt gut. Ja. Das macht dir bestimmt
Ja. Um 11 Uhr. Alles klar. Ich bin da. Ist gut, wir reden dann. Mach's gut. Ich probiere mein neues Objektiv aus. Super. Okay, ich bin in etwa einer Stunde im Krankenhaus fertig. Und bei dir ist wirklich alles in Ordnung? Ja, alles super. Ruf mich an, wenn was ist. Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Lass mich raten. Du musst heute Abend arbeiten und wirst frühestens um 10 hier sein. Ich weiß, wir wollten heute essen gehen, aber wir haben hier so viel zu tun. Im Kühlschrank steht noch chinesisches Essen. Und wie war's in der Schule? Einfach unglaublich. Mein Lehrer steht total auf meine Hochkontrastfotos aus der Innenstadt. Ach ja, die fand ich auch so toll. Ja, er findet, ich soll sie zu einem Festival nach Paris schicken. Wow! Fliegen wir nach Europa? Wir beide, ja? Klar, wir fliegen zu diesem Festival, holen uns den Preis. Und dann fahren wir einfach durch die Gegend. Okay, machen wir. Jetzt sollten wir nur noch das nötige Kleingeld im Lotto gewinnen. Ah, hey, hast du zufällig die Post heute schon geholt? Mm-mm. Tja, dann flitz mal zum Briefkasten und naja, vielleicht ist da was für dich. Nein, sag nicht, dass du das neue Objektiv gekauft hast. Das ist doch viel zu teuer, Mom. Ob was zu teuer ist, entscheide immer noch ich. Jetzt geh schon. Sieh im Briefkasten nach. Die Tür auf! Oh mein Gott! Jody! Ich ruf die Polizei! Lauf schnell aus der Wohnung! Los! Jody! Meine Tochter wird gerade überfallen! 52822 Loma Verde Avenue, Apartment 18, West Hollywood! Oh mein Gott! Schicken Sie schnell jemanden vorbei! Jody! Nein! Aufhören! Lassen Sie sie los! Oh mein Gott! Nein! Das war die letzte Fuhre. Ach, ich habe übrigens eine super Tagesdecke gekauft. Komm schon.